Ist das auf der Elbe vor Cuxhaven? Irrtum. Das Schiffsgedrängel findet in einem kleinen Haus statt, in Quellkorn-Fischerhude. Schiffsgröße ein paar Zentimeter. Das ist Miniaturschiffs Großräder Werner Gieschen, Rentner, lebenslang Landratte, Heimgärtner und Rosenzüchter. Weit und breit keine See in Sicht. Sie pflegen Ihre Rosen, Herr Gieschen. Warum tun Sie das? Oder anders gefragt, warum sind Sie nicht zur See gefahren? Ja, wenn man das so kurz umreißen soll. Die Seefahrt selbst interessiert mich eigentlich nicht. Das ist so mehr die Technik. Ja, Sie machen es lieber in der Stube. Es ist auch nicht so wetterabhängig, nicht? Wenn ich mir den Himmel so ansehe. So kann man es auch nennen, ja. Frau Gieschen bereitet das Mittagessen vor. Teilen Sie das Hobby Ihres Mannes? Ach, es ist einmal recht interessant und zum anderen habe ich einen sehr häuslichen Mann. Ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Wenn er selber auf See wäre, dann hätten Sie weniger von ihm. Ist ja komisch, wenn ausgewachsene Männer sich mit ganz kleinen Schiffen beschäftigen. Ne? Das ist schon komisch, ja. Und dann noch als Hobby, wenn Sie selbst mit der Schifffahrt gar nichts zu tun haben. Naja, das Kind im Manne, sagt man. Kommt da wieder durch. Was ist denn das? Dem Augenschein nach wirken Minischiffsmodellsammler super konservativ, fast könnte man sagen, ein bisschen militaristisch, aber natürlich im Kleinstformat, deswegen ganz unschädlich. Außerdem sind sie natürlich hochkarätige Spezialisten in Sachen Marinegeschichte, Seekrieg, Schiffstechnik und Hafenbau. Sie korrespondieren, sammeln und tauschen weltweit. Außer Modellen auch Erfahrungen, Bauteile, Zubehör. Ein reiches Leben auf kleinstem Raum. Wie viele Schiffe haben Sie denn jetzt mal so ganz summarisch über den Daumen? Für ca. 800. Werner Gieschen gibt sich übrigens nicht allein mit Modellen zufrieden. Er baut auch ganze Häfen nach. Dieses Modell zeigt also den Cuxhavener Zustand von 1939. Und wenn Sie glauben, dass das alles war oben, was ich so besitze, ich habe hier noch viel mehr. Glorreiche Seefahrtgeschichte in der Kommode. Tradition in der Mansarde.